Zähnepressen auflösen mit neuem Verfahren. Die meisten, die mit ihren Zähnen pressen, gehen erstmal und holen sich erstmal eine Schiene. Denn es ist ja wichtig, das Zahnsystem irgendwie zu schützen und nicht mehr so viel Druck auszulösen. Dann gibt es auch sehr viele, die sagen, okay, die Massagetechnik. Ich gehe jetzt zur Massage und lass mal richtig die Physiotherapie meinen Kiefer durchmassieren, denn dann verspannen meine Muskeln nicht und dann presse ich weniger. Und dazu gibt es aber zwei Probleme, die sich damit ergeben. Zum einen ist es so, die Schiene löst nicht dein Zahnpressen auf. Ganz im Gegenteil, denn sie verstärkt das Zahnpressen. Du wirst noch mehr merken, dass du noch mehr Druck ausübst als ohne die Schiene. Und das zweite ist, Massagetechniken wirken natürlich auf den Muskel ein und entspannen den. Aber der Muskel ist ja nur so verspannt, weil du immer wieder nachts oder tagsüber die Zähne aufeinander nimmst und dann natürlich auch die Muskulatur voll in Anspannung ist. Deswegen nutzt man wirklich mal die Ursache, um zu schauen, warum du eigentlich presst. Und das sind verschiedene Aspekte und ich sage dir gleich, es ist nicht nur Stress, warum man pressen kann, aber die Ursache muss man erkennen und die muss auch offengelegt werden. Und dann ist es wichtig, diese Gewohnheit abzutrainieren, die Muskeln zu entspannen und natürlich auch die Zähne zu schützen. Aber das bewirkst du jetzt nicht, indem du dich durch Schiene durchprobierst zur nächsten Schiene und wieder eine andere Schiene und noch 1000 Massagebehandlungen hast, sondern hier ist es wichtig, die Ursache zu analysieren und dir deinen bestimmten Plan mit an die Hand zu geben, sodass du wirklich deine Muskeln sich stabilisieren, sich aber auch entspannen und die Gewohnheit des Pressens dir abtrainiert wird. Und das haben wir mit sehr vielen unserer Teilnehmer erreicht. Deswegen klick hier aufs Beratungsgespräch, sodass wir gegen dein Zähnepressen etwas unternehmen können.